Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Adust. Letzte Folge haben wir uns einen Dachboden sehr genau angeschaut und mir wurden von einem Wasserspeier schöne Augen gemacht. Abonniert doch gerne diesen Kanal, wenn ihr wissen wollt, ob es zwischen mir und dem Wasserspeier funkt oder nicht. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Für dich sind Verlust und Gewinn, sind richtig und falsch ohne Sinn. Die Zeit, sie vergeht wie im Flug, und dein Weg, der entsteht Zug um Zug. Was nützt die Jagd nach dem Glück? Der Augenblick kehrt nie zurück. Du wirst auf die Probe gestellt, sei bereit, wenn der Würfel fällt. Und als du nach oben schaust, dreht sich plötzlich der Wasserspeier über dir und guckt dich an. Ich greife schnell zu meinem Schwert. Meine Augen blitzen gold auf und ich möchte mir den Wasserspeier genau anschauen. Und du schaust ihn dir genauer an und du siehst tatsächlich, dass er aufleuchtet. Also das ist wie so ein Ping für dich. Du siehst, dass er aufleuchtet. Und du siehst tatsächlich auch, dass auf der anderen Straßenseite, am Haus gegenüber, es auch aufleuchtet. Okay, Auch da sitzt ein Wasserspeier. Okay, kann ich erfassen, ob das etwas Böses will? Okay. Ja, also dieser Ping sagt dir jetzt nicht so wirklich, dass dieser Wasserspeier dir jetzt gerade gut gesinnt ist. Nein, da sagt er. Okay. Ich drehe mich schnell um in den Raum und ihr seht noch, wie meine Augen gold blitzen. Und ich möchte gerne den Raum auch noch. Also ich nehme es noch wahr. Mhm. Ja, ja, du nimmst das jetzt noch wahr. Das Fenster ist ja offen. Durch Wände hindurch ist es für dich schwieriger. Den gegenüber kannst du tatsächlich jetzt ausmachen. Mhm. Der über dir, den siehst du jetzt nicht mehr so gut, weil durch dickere Wände ist es halt schwieriger, für dich da durchzugucken. Aber du weißt ja, dass der da gerade war, ja. Und auch im Raum. Also bei dir im Raum, sonst ist nichts. Okay, gut. Es flackert noch kurz in meinen Augen und meine Augen werden wieder grün, normal. Wasserspeier. Und ich renne zur Tür raus. Augen. Was? Also, du rennst die Treppe runter? Ja. Mhm. Runter. Dean, was für ein Wasserspeier? Ich habe irgendwas Komisches gesehen. Da oben, der Wasserspeier. Und ich renne raus und will gern auf die Straße. Mhm. Und sehe ich noch mehr im Umkreis? Also nein. Noch mehr also, auf Dächern? Nein. Ich möchte also mir halt einen tatsächlich, du hast diese beiden gesehen und der eine, den du gerade auch von oben gesehen hast, der guckt dich jetzt, also er guckt dich wieder an, weil er dich sieht und ihr hört jetzt oben am Dach einfach, wie es einmal so sich bewegt und es einmal so aufschreit. Ist das Fenster noch offen? Ja, das Fenster ist offen. Battle Map Time. Tada! Wow. Fancy. Also ihr müsst euch das jetzt vorstellen, dass die Dächer natürlich weitergehen, ne? Mhm. Steht, ne? In welchem Haus stehen wir gerade? Wir müssen noch in dem Haus hier sein, oder? Yes, ja. Ihr seid genau in dem Haus. Da ist auch schön die Treppe noch. Da ist die Treppe. Und da ist die Tür. Theoretisch ist euer Dach jetzt hier drüber. Und der... Ich tue den mal auf die andere Seite, sonst hättest du den gar nicht sehen können. Das ist der andere, den du auf der anderen Seite gesehen hast. Und Dean kommt jetzt hier aus dem Häuschen rausgelaufen. Ihr seid alle noch im imaginären ersten Stock. Ich könnte euch jetzt auch hier innen reinsetzen, aber eigentlich. Also ihr seid hier noch im ersten Stock, ne? Ich setze euch jetzt mal einfach hier noch ins Haus. Gerade. Und über uns auf dem Dach ist auch noch einer. Yes. Der schwebt. Und den haben wir ja gerade schreien hören. Ja. Genau. Der Moment, in dem du jetzt rauskommst, siehst du, dass hier über dir in der Luft gerade der Gargoyle, den du gesehen hast, anfängt halt hochzufliegen. Der ist jetzt irgendwo hier. Ich möchte bitte einen Initiativ-Roll. Roll. Ihr könnt auch schon mal einen machen. Ihr seid noch nicht in Battle, das bedeutet... Dementsprechend schlecht habe ich gewürfelt. Ich auch. Ach. Ach nee. Oh, das gibt's doch nicht. Bitte. Das kann doch nicht. Bitte. Da können wir doch mal anfangen. Ja, bitte.
Okay, Leute. Also ich nehme auch für die zwei verschiedenen Gargoyles zwei verschiedene Würfel, ja? Damit wir auch... Okay. Schlechter als... Hat jemand weniger als 7? Ja. Wow. Warum? Oh Gott. Was hast du? 2. Oh, shit. Oh. Ja, okay, warte, ich frage euch das mal. I'm angry now. Die Gargoyles fangen an. Ich glaube auch. Ah, da wäre ich mir gerade noch nicht so sicher. Gut. Bitte Natural One, bitte. Okay. Er fällt einfach vom Dach. Sie fallen einfach, aber nein. Dean hat eine 2. Jo. Okay. 7. 7. Wenn du in den Kampf kommst. Tilion hat... 9. 9. Wenn du in den Kampf kommst. 8. Alle einstellig. Kann doch nicht wahr sein. Also die erste Runde beginnt jetzt, ohne dass ihr gerade vor Ort seid. Mhm. Ja, okay. Mhm. Das bedeutet auch, dass der erste Gargoyle dran ist. Surprise. Und er kommt runtergeflogen vom Dach und setzt sich direkt vor dich, schaut dich an. Und schreit dich ganz komisch an. Ich meine, es ist eine Steinkreatur, die sich jetzt plötzlich angefangen hat zu bewegen. Und versucht dich mit ihren Krallen zu kratzen. Question. Yes. Ich habe vorhin erwähnt, dass ich mein Schwert greife. Habe ich mich geradied? Zählt das, als ich readye mich? I take it as you ready dich, ja. Yes? Mm. Ready dich. Ja. Ready dich. Wir gehen damit. Du hast dich readied. Das bedeutet, ich lasse dich jetzt auch zuerst den Gargoyle angreifen, obwohl du eine. Ja? Bitte. Yes. Aber muss man beim Ready nicht eigentlich sagen, wofür man sich readied? Genau. Also, wenn das und das eintritt, dann passiert das und mache ich ja, ich gehe jetzt aber von aus, dass die Aussage sein sollte, wenn dich dieses Vieh angreift. Also, ich habe auf das mein Schwert gepackt und. Ja. Okay, wenn der wir, Leute, wir gehen damit, wir gehen damit. Finde ich gut, eure Initiative ist so niedrig. Wir wollen auch mal. Wir wollen auch mal. Ja, ihr wollt auch mal. Okay, dann darfst du bitte zuallererst, ja, okay, doch. Weil, ich meine, also du hast dich so geradet, weil das Ding ist, wenn er zuerst dran ist, dann muss er natürlich erstmal zu dir runterfliegen. Ja. Weil sonst erreichst du ihn ja nicht. Okay. Aber er kommt halt geflogen und in dem Moment, in dem er bei dir ankommt, kannst du ihn jetzt einmal... Bitte sehr. Okay. Komm schon. Einmal vernichten. Einmal vernichten. Gib ihm richtig. Ich zücke mein Schwert nun ganz. Mhm. Und... Du hast es natürlich schon Natural gezogen, 20. als du runtergegangen bist bei der Treppe, ne? Mhm. Ja, ja, klar. Ah, ja, ich habe 9. Ich glaube, dazu brauchen wir gar nichts mehr sagen. Es tut mir voll leid, ich weiß nicht, okay. Also, und du ziehst dein Schwert, du warst eigentlich voll bereit, diesen Wasserspeier anzugreifen, aber irgendwie jetzt direkt vor dir wirkt er größer, als du ihn irgendwie am Dach wahrgenommen hast und bist schwanger, aber kommst einfach nicht mehr dazu und er haut mit seiner Tatze aus. Pranke ist es ja eigentlich wohl eher. Und versucht. Mit einer. Muss ich gucken, was kriegen wir denn? Mit einer 15 trifft nicht, dich zu treffen. Also du hattest dein Schwert zwar bereit, aber er hat's, also du hast zwar nicht geschafft, ihn damit anzugreifen, aber irgendwie hast du es geschafft, das dazwischen, dein Schwert dazwischen zu kriegen, dass einfach die Klaue dieses Gargoyles, der versucht dich da so zu erwischen, dich nicht erwischt. Er versucht aber nachzubeißen. Und auch das schafft er nicht. Du hast eindeutig, also dein Schwert ist irgendwie, du hast es so, du drehst es einfach mit. Auf der einen Seite kommt die Pranke dieses Steinwesens, auf der anderen Seite versucht er mit seinem Maul da so an der Seite vorbeizukommen mit so einem Aber er schafft es einfach nicht. Also dein Schwert ist irgendwie dazwischen. So. Der zweite Gargoyle ist dran. So, jetzt muss ich mal gucken, ob er tatsächlich hinkommen kann. Ich glaube, er schafft es nicht. Von den Höhen muss ich jetzt mal gucken. Wann ist das nach hier unten? 20? Doch, er schafft es. Ja. Also wenn er fliegt halt und liegt am Ende runter. Also auch leider er. Knapp. Aber ist jetzt Dean geflankt? Nee, sie kann, die Flanking müsste von zwei verschiedenen Seiten sein. Also wir haben jetzt auch seit neuestem, eine Sache wenden wir jetzt mit an. Ihr könnt Gegner flanken.
Das bedeutet, wenn ihr von zwei verschiedenen Seiten an Gegnern steht, bekommt man Vorteil auf seinen Angriff, weil der Gegner sich nicht gleichzeitig auf zwei Leute konzentrieren kann. Okay, also und er holt auch aus. Mhm. Und er holt, ich lasse es zählen, er holt aus und schafft es nicht. Und er versucht nochmal nachzukratzen. Und auch das, also irgendwie, die kommen zwar an, aber auch da, deine Rüstung ist einfach, also du glänzt zu sehr. Das ist in der Dunkelheit eindeutig. Das ist in der Dunkelheit eindeutig zu hell. Okay, und ihr hört das natürlich von oben. Ist ein Fenster zu der Seite runter? Ja, muss ja. Also theoretisch sind hier zwei Fenster, weil ihr seid dadurch ja auch hoch reingeklettert. Mhm. Und da war der eine Gargoyle. Ich möchte gerne aufs Dach. Aufs Dach? Ja. Oh, I see. Da ist dein Dach. Da ist dein Dach. Also, und ich will zum Fenster. Ja, ich auch. Deswegen habe ich gefragt. Okay, okay. Also, ich habe jetzt bei dem Ding hier nur ein Fenster, aber theoretisch sind hier links und rechts Fenster, ja. Und du läufst hoch aufs Dach. Habt ihr die Luke zum Dachboden wieder zugemacht? Ja. Okay. Du kannst dich ja 30 bewegen. Ich würde sagen, du kommst in der nächsten Kampfrunde auf dem Dach an. Ihr könnt tatsächlich jetzt sofort euch hin bewegen ans Fenster und könnt das schon sehen. Okay, aber wir können es doch nicht öffnen. Können wir nicht runter? Eins ist offen. Ja, aber wir können doch runterdroppen genau, und hier Plunging Attack machen. Das hier von können oben. Ihr. Das ist aber natürlich. Das geht doch klar. Ich habe eine Frage, ne? Ja. Also ich würde ja gern. Wie lang ist mein Stab? Komme ich an den Gargoyle aus dem Fenster? Du bist so hier. Also, das sind jetzt so Fragen. Yeah. Entschuldigung. Ich würde erstmal sagen, nein. Also okay. Ich meine, das Fenster ist. Ja, nee, ich glaube, das. Nee, also da müsstest du jetzt ja. Ich muss mal gucken, wie groß so ein Gargoyle ans Erdgeschoss vielleicht. Aber da hängt doch bestimmt so Wäschelein zwischen dem Haus. So über die Gasse rüber. Nein. Also die sind auch tatsächlich beide medium groß. Die sind jetzt zwar hier verschieden groß, aber ihr müsst euch das vorstellen, die füllen beide einen so einen. Wie groß sind die denn? Also medium groß. Also tatsächlich würde die Größe hier bei die Größe dem wahrscheinlich näher kommen. Also bei denen die größere Variante. Jetzt seht ihr es natürlich nicht. Jetzt habe also, ich das so, doch, aber sind jetzt nicht so drei. Also du siehst dich gar nicht, ne? Aber wir könnten das doch auch erstmal da hinstellen. Ja, ich stell's mal weg. Das sehen. So. Stellen uns das mal vor und ich mache hier jetzt einfach mal wieder auf. Hinter der Tür. Jetzt sehe ich mich. Okay, ihr stellt euch das einfach vor, ne? Hier sind Wände. Ja. Seht ihr das? Ja, ich sehe das. Ja, ja. Okay, ihr seid vom Winkel, seht ihr das? Okay. Ja, das ist immer so ein bisschen. Ich kann das sonst hier aber auch aufmachen. So. Hier sind die anderen Häuser. Der Kleine ist. Müsst euch das hier vorstellen, ne? Das sind ja auch diese Häusergruppen, ne? Also das ist jeweils immer ein. Mhm. Okay. Ja, also ihr seid immer noch am Fenster. Ich schau raus und mir so, was? Scheiße, die. Was? Was? Und ich würde ein Plättchen in meinen Stab reintun, runterspringen und Shocking Grasp wirken. Shocking Grasp. Okay, also du versuchst runterzuspringen. Dann müsstest du mir, glaube ich, aber einen Acrobatics-Check machen, ja. Weil du springst einfach aus dem Fenster raus. Ah ja! 16. Klingt gut. das freut mich. Okay, und Shocking Grasp hat das noch irgendeine. Du musst es mit dem Stab berühren. Eine Action. Wäre jetzt mein Sprung eine Action? Aber nee, wobei es ist Bewegung. Es ist Bewegung. Ja, ja. Also deine Bonusaktion ist in dem Fall aber dann für die Runde, dass du das Plättchen in deinen Stab reinschmeißt. Also, ich springe, möchte ihn gerne erwischen mit meinem Stab. Der Stab fängt an aufzu... Also ihr seht das, dass sie an einer Stelle ihren Stab aufmachen kann, ein Plättchen reinschmeißen, beziehungsweise... Nein, du siehst es auch nicht mehr. Eigentlich sieht das gerade nur Kato, wie sie ein Plättchen in ihren Stab reindrückt, das wieder zumacht und der Stab anfängt. Du hast so einen Stab, in welcher Farbe? Also es sind so Blitze zu sehen. Ja. Silberblitze. Aber ich würfel halt sowas wie eine 8. Okay, War knapp. War knapp. Also
Dean, auch du. Du siehst plötzlich über dir einen Schatten aus dem Fenster springen. Es leuchtet und blitzt außenrum um Jaya und sie kommt runtergesprungen, schafft es ohne Probleme zu landen. Direkt neben. Wo möchtest du denn landen? Ich wollte also eigentlich. Von den Fenstern ich wollte auf den großen eigentlich. Auf den großen. Okay, du triffst den ja nicht. Das bedeutet, du kannst jetzt entweder hier landen oder da. Ja, dann dahinter, ne? Da, hier. Du springst einfach drüber. Bist du hier drüber springen? Dahinter. Aber hier? Okay. Alles da. Weg. Ja. Okay, also. Und sie springt und der Stab leuchtet auf und sie landet einfach hinter dem Gargoyle. Und trifft den Boden. und es blitzt kurz so leicht so hin und her am Boden und es hört auf. Also das Blitzen ist in dem Moment auch wieder verschwunden. Wenn man mal schummelt. Schummeln ist nicht immer gut. Ich weiß. Okay, yes. Kato. Ich wollte eigentlich genau das Gleiche machen. Okay. Deswegen, ich wollte hinrennen aber zum Fenster. Mit Treffen vielleicht. Ja, vielleicht mit Fenster. Das wäre gut, aber ich habe ja schon irgendwie Angst. Okay, das bedeutet, ich brauche von dir auch erstmal einen Acrobatics-Check, wie du auf dem Boden landen kannst. Ich flieg einfach auf den Kopf oder so, ey. Ich sehe es schon kommen. Komm, du schaffst das. Kato, zeig's ihm. 10. Okay. Ja, das Fenster ist nicht so hoch. Also mehr schlecht als recht, ja. Nummer 2 kommt aus dem, das ist gerade so geschafft, ehrlich gesagt. Mehr schlecht als recht. Stellst du dich in den Fensterrahmen, bist dir so mal kurzzeitig noch nicht sicher, ob du jetzt losspringen willst oder nicht. Ich wollte so einen richtig coolen Parkour-Job eigentlich machen, so durchs Fenster durch. Das mache ich so ein Müll. Nee, also stehst da so mehr schlecht als recht in diesem Fenster. Bist du okay, Und irgendwann hupfst du dann doch los. Also es sieht aber nicht wirklich, also wenn jetzt von oben sieht, es sieht mehr aus wie so ein... Sieht keiner. Fliegen. Er sieht gar nichts. Sie ist beschäftigt und sie hat verfehlt. Keiner sieht mich. Keiner sieht mich. Du siehst dich selber, wie du einfach... Keiner sieht das eben. Anstatt elegant mehr wie so ein sterbender Schwan. So ein sterbender Schwan. Los, also so schlimm ist so und du erinnerst dich nicht, aber noch dran, dass du dein Schwert noch ziehen wolltest. Also das mache ich aber in der Luft. Ja, schon. Ich springe elendig los, zieh mein Schwert und will halt hier, ne, mit dir den da hier schön aufspießen von oben. Jetzt muss ich würfeln, ob ich treffe. Dreimal dürfen wir raten, was passiert wahrscheinlich. Go, go. Oh, Alter, ich habe fast die 1 gewürfelt. Aber das ist eine 19. Das klingt sehr, sehr gut. Du wirst damit treffen. Kurze Frage, hätte ich auch beide Schwerter ziehen können? Kann mit und beide Gargoyles töten? Ja. Wieder Double-Kill machen also. Tatsächlich ist es so, dass du wenn du ins Kampfgeschehen reingehst, ist ein Schwert ziehen keine Action. Du kannst beide ziehen, dann wird aber das zweite ziehen eine Bonus-Action. Wie blöd, dann nehme ich eins. Und ich nehme also ich meine, du kannst sie trotzdem beide ziehen, aber halt dann jetzt eins verwenden in der Runde und danach hast du beide schon gezogen. Das mache ich dann. Das ist natürlich smart, würde ich sagen. Habe ich schon mal beide in der Hand und mit einem gebe ich ihm meinen Hieb. Mit 19 treffe ich, glaube ich. Yes. Willst du hier den großen Angriff? Ja, ja. Okay, ja. Also du landest dann hier. Genau, ich wollte dahin, wo du bist, Mann, ey. Sorry. Jetzt hier. So, jetzt muss ich noch würfeln, wie viel Schaden ich mache, ne? Yes. Komm, gib ihm richtig, Mann. Gib ihm richtig. Oh, das ist gut. 9 Schaden. 9 Schaden, okay. Und du holst mit deinem Schwert aus und du hast aber irgendwie so das Gefühl, wenn du auf diesen Stein schlägst, dass es weniger Effekt hat, als du es gerne hättest. Aber du schlägst drauf. Wenigstens ein bisschen hat er kassiert. Wir bräuchten irgendwelche Wasserspells, weil Wasser ist sehr effektiv gegen Gestein. Okay, ihr wart beide dran. Du bist noch auf dem Weg zum Dach. Ja. Und der erste Gargoyle ist wieder dran. Und er hat ja jetzt gerade eins von der Seite abbekommen. Ich dachte, er hat noch abgeschäftigt. Und dreht sich zufällig. Er dreht sich. Ja, er hat von den beiden anderen noch nicht wirklich viel Gegenwehr. Ich nicht noch zuerst dran? Nee, die Gargoyles sind zuerst dran. Beide, glaube ich. Nee, die Gargoyles sind leider noch nicht dran. Du hattest nur den Trio-Hit, weil du dein Schwert ready warst. Weil du ready warst. Also wir sind in der zweiten Runde gerade. Aber ich war ja in der ersten Runde noch gar nicht offiziell dran, oder doch? Ja. Ich war ja nur, weil ich readied war. Warst du dran? Zählt das als mein Slot? Weil ich bin ja ganz zum Schluss dran. In der ersten Runde. Ich weiß nicht, also so, ready ist tatsächlich auch eine Action.
Aber nimmt das dann meinen Slot auf oder ist das nur meine Reaction sozusagen, weil ich ja ready war, dass ich Opportunity habe? Also wenn wir von ausgehen, dass du dich ja davor geredet hast, normalerweise wäre es natürlich deine Aktion dann im Kampf für eine Runde. Wenn du dich dann davor geredet hast, dann sagen dann wir, das war meine, also meine Runde. Also dein, dass du vor dem Gargoyle angegriffen hast. Okay. Das ist immer noch die erste Runde. Ja. Du bist jetzt dran und dann ist die erste Runde vorbei. Ist das okay für euch oder sollen wir sagen? Mach gerne. Ja, bitte. Okay, gut. Ja. Wir müssen den doch geben. Ja. Richtig. Okay. Ja, ich bin dabei, die abzuwehren und versuche jetzt mit meinem Schwert nochmal auszuholen und den Großen, der mich, oder der andere hat mich ja verfehlt. Mit dem Großen bin ich noch im Gerangel hier. Ja. Versuche den Großen nochmal zu treffen. Er brüllt dich auch immer noch an. Brüll ich zurück, ey. Mach mal. 21. Das könnte treffen. 9 Damage. Oh, die doppelte 9 in der ersten Runde gleich. Und auch du schlägst mit deinem Schwert auf diesen Gargoyle drauf, aber du hast auch nicht das Gefühl, dass dein Schwert so viel ausrichtet. Ihr schlagt auf Stein. Und es macht einmal. Ja. Und jetzt ist der Gargoyle dran und. Oh, jetzt dreht er sich nicht weg, weil jetzt hat er ja von vorne auch was abgekriegt. Und schau dich an. Sind wir quasi abgeprallt von den Gargoyles? Weil du hast gesagt, das macht nicht so viel. Aber heißt das, wir sind abgeprallt? Das heißt nicht, ihr seid abgeprallt. Deswegen frage ich, weil du Ding gerade gemacht hast. Ja. Also, es macht Ding, weil ihr auf Stein schlagt. Deswegen habt ihr für euch das Gefühl, ihr macht nicht so viel Schaden, wie ihr das bei einer anderen Kreatur machen würdet. Aber das bedeutet nicht, dass gar nichts passiert. Das ist eine Frage, ja. Okay. Aha. 13? Trifft nicht. Okay, also, und er holt wieder aus mit seiner Klaue. Und du blockst wieder mit deinem Schwert. Und auch er versucht wieder zu beißen. Und es passiert genau das Gleiche, dass er wieder sich komplett in deinem Schwert verhackelt und nichts weiter passiert. Und der zweite Gargoyle ist dran. Und. Was macht der denn jetzt eigentlich? Der dreht sich. Ich wusste, dass du das machst. Ja. Ich wusste es. Er dreht sich. Und ich will noch überleben, Alter. Spann dich. Und versucht jetzt Kato zu kratzen mit seinen wunderschönen Pranken. Ach, werde ich jetzt gekrittet auch noch, ey? Nee, bist du zum Glück nicht. 22 trifft. Das ist ein bisschen viel Armor-Class, ne? Ja, das trifft, glaube ich. Und er holt aus mit seiner Pranke. Und macht viel Schaden. Und er trifft dich am Arm und kratzt einmal über deine, was hast denn du da? Über deinen Handschuh und der Handschuh reißt so seitlich ein bisschen auf. Und meine Klamotten. Ja. Ja, deine Klamotten und versucht hinterher zu beißen. 15. Das ist meine Armor-Class. Trifft dann leider auch, ja. Ach, das kann doch nicht wahr. Genau auf Armor-Class. Freunde, ich brauch Hilfe. Und er beißt hinterher. Ach, komm. Und macht wieder 4 Schaden. Alter, ich bin halb tot. Er hat mir richtig gedrückt. Das ist der Moment, in dem Tidion auf dem Dach auftaucht. Das ist wunderbar. Mit meinen geschickten Füßen stelle ich mich sicher an die Dachkante. Mhm. Ich schiebe das jetzt mal hier, ja, weil ich glaube, da müsstet ihr noch alles sehen. Also, es ist jetzt. Ja. Wo bist du denn überhaupt? Wo bist du denn überhaupt? Im Haus. Du bist ganz und gar verschollen einfach. Im Haus. So. Ich gehe davon aus, dass. An die Dachkante. Jetzt, genau. Dass ich jetzt Sicht auf das Geschehen unten in der Gasse habe. Ja, natürlich. Du siehst alles wunderbar. Das ist wunderbar. Habe ich noch irgendwas an Action, Bonus-Action verbraucht, indem ich da ankomme? Du bist ein bisschen gelaufen. Also es ist einfach nur, du bist okay, das letzte Stück also, auf. Ich bin voll da. Ja, so, ja du bist voll da. Ich ready, wie ich nur sein kann. Mhm. Wunderbar. Bin ich der Überzeugung, dass es sich um diese, bei diesen Wasserspeiern um Kreaturen handelt? Ja. Das ist schön. Denn dann strecke ich meinen Dreizack in die Höhe, Richtung Himmel. Und würdet ihr genau hinschauen, würden sich jetzt so leicht die Wassertropfen der nassen Dächer so ein bisschen in meine Richtung bewegen. Und es taucht ein 10 Fuß langer Tentakel
neben dem kleinen Gargoyle auf. Wo möchtest du ihn denn haben? So senkrecht zu mir, genau. Das hier. Gargoyle zwischen mir und Tentakel. Wunderbar. Wunderbar. Und dieser Tentakel schnellt blitzschnell in Richtung des Gargoyles. Ja, also der kommt wie aus dem Nichts, erschafft sich da einfach so ein Tentakel, der so und der kommt und steht plötzlich neben euch, ja. Und genau, der darf auch gleich runterschneiden, yes, ne? Der darf gleich mal 5. Und er schnellt. Er schnellt daneben. Er schnellt. Er bildet sich und es macht einmal wie so eine, also, Peitsche. Es ist tatsächlich eine 10, aber ich glaube, das ändert nichts an der. Leider nein. An der Tatsache, dass der so zwischen Kato und dem kleinen Gargoyle auf dem Boden klatscht. Also und neben dir klatscht einfach plötzlich, du hast es gar nicht so richtig wahrgenommen von der Seite, ein Tentakel mitten auf den Weg, das einmal so. Und er macht. Und zieht sich wieder gerade zurück. Ja. Der bleibt aber da, nicht wahr? Der bleibt da. Ja, ja, der ist jetzt da. Okay, wundervoll. Jaya ist dran. Aha. Ja, und was ist das denn? Das ist cool. Ja. Ich würde gerne auf den Wasserspeier vor mir einfach mit. Ohne Schummeln. Draufhauen. Mit meinem Stab. Einfach mit deinem Stab, okay. Und du holst volle Breitseite aus. Du kriegst auch jetzt gerade eine Advantage auf deinen Roll. Okay. Du hast geflankt. Einmal 12. Nein, mal 5. Also nehme ich die 12. Die 12. Plus 6. Das reicht. Okay. Acht Schaden. Und auch du holst mit deinem Stab aus, krachst auf diesen Gargoyle. Und auch du hast das Gefühl, also irgendwie. Dieser Holzstab geht hoffentlich nicht kaputt. Nee, geht nicht kaputt, aber knüppelt auf den Stein. Ich würde dann gerne als Bonusaktion nicht kratzen, sondern treten. Gilt es als Unarmed Strike? Ja, wir nehmen auch Treten als Unarmed Strike. Ob du versuchst zu treten, oder? Okay. Brich dir nicht dein Bein, wenn du gegen den Stein trittst. Ich bemühe mich. Gott, bitte. Wenn ich jetzt eine 1 würfel, breche ich mir mein Bein? Nein. 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 Für 14 plus 6. Ja, also du holst aus. Denkst du dir jetzt so, nee, mit den Fäusten mache ich das diesmal nicht auf die Zugriffe. Und baller drauf. Und trittst. 5 Schaden. Ja, du, das ist Bludgeoning Damage, ne? Müsste es sein. Ja. Ja. Und du holst aus und kickst und auch da, ich meine, du trittst irgendwie auf den Stein, ne? Also du machst Schaden, aber es ist einfach, fühlt sich nicht nach so viel. Und der Gargoyle, ganz unbeeindruckt, guckt immer noch in die andere Richtung. Er wird so, ja, irgendwie ist dabei. Funktioniert das nicht. Kato. Irgendwie funktioniert das nicht, wie man das möchte. das gefällt mir nicht. Irgendwas, man muss irgendwas ist da im Busch. Ja, ich gehe noch mal auf den wir alle schon angegriffen haben, damit wir mal einen vielleicht irgendwie tot kriegen. Okay. In der Zeit gehe ich wieder mit beiden Schwertern. Ich habe ja beide Schwerter jetzt inzwischen gezogen. Greife ich ganz normal so den linken an, hinter dem du stehst. Und versuche ihm erstmal mit der einen Waffe einem zu geben und dann mit der anderen. Wir gehen damit, dass wir tatsächlich nur die Person, die ganz hinten steht, flanken lassen. Naja, die Seite dann nicht klar. Unbedingt, weil also das ist noch Sichtzeit. Also 180 Grad ist Flank. Ja, also wirklich von den Kreaturen so gehen wir damit, dass wenn sie es auch nicht sehen können auf unserer Battlemap, dann, ich gehe davon aus, der Gargoyle kann seinen Kopf noch drehen. Yes. 14. Nein, leider nicht. Zweite Waffe. Okay, und du holst mit deinem ersten Schwert aus und versuchst auf den Gargoyle zu schlagen, aber er nimmt dich aus dem Augenwinkel wahr und dreht sich so ein Stückchen zurück und du schlägst dann vorbei. Ich sag einfach gar nichts dazu. Ich glaube, das ist relativ eindeutig. Und du ziehst dein zweites Schwert schon richtig angenervt davon, dass sie sich einfach wegdrehen kann und schlägst wieder drauf. Und der Gargoyle hat dich aber jetzt halt einfach schon komplett wahrgenommen und sieht auch dieses Schwert kommen und dreht sich wieder ein Stückchen zur Seite. Du triffst ihn einfach nicht. Natürlich. Natürlich. Was sonst? Was sonst?
Gut. Ich bin halb tot so ungefähr gerade, aber mir geht's gut. Sagst du das zu den anderen? Nö. Das denkst du dir bloß. Ich denke mir so, ey, das kann doch nicht wahr sein, ey. Okay, jetzt ist der Gargoyle dran, der tatsächlich direkt da so vor euch steht. Hat dich immer noch nicht so richtig als Gefahr entgegengenommen. Ich hab noch nichts gemacht. Aber das Ding ist, dadurch, dass er von hinten getreten wurde, dreht er sich jetzt einmal um. Und ja, er dreht sich einmal um, dreht sich an Kato vorbei, denkt sich, ja, naja, der trifft eh nichts. Und, und versucht, dich zu kratzen. Und jetzt gucken wir mal, ob er trifft. Ah ja, der trifft nicht. Und dann versucht er nochmal hinterher zu beißen. Auch das wird er nicht treffen. Und schnell wie eine Katze schafft es allerdings Jaya, sich so hin und her zu bewegen, dass dieses Wesen aus Stein einfach gar nicht hinterherkommt. Aber der zweite Gargoyle ist dran. Höchst irritiert von diesem Etwas, das neben ihm da aus dem Boden geschossen kam oder beziehungsweise sich dort manifestiert hat. Aber da es ihm noch nichts getan hat, dreht er sich zu. Ey! Ey. Ey. Wieder gerne Dean und versucht sie zu kratzen. Nee. Und es geht wieder so weiter. Du bist schon voll drin in dieser Abwehrblock. Das kann nicht wahr sein. Abwehrblock-Sache, dass er halt einfach keine Chance hat, da durchzukommen. Und auch mit dem, mit dem zweiten hängt er einfach. Er hängt wieder. Also, dieser Gargoyle hängt einfach immer perfekt in deinem Schwert so. Er ist noch nicht auf die Idee gekommen, dass er auch an dem Schwert vorbei versuchen könnte anzugreifen, sondern. Das Schwert ist zu groß. Ja, ja, es glänzt halt auch. Es, irgendwie, es lenkt ihn scheinbar ein bisschen ab. Er ist so. Und er hängt mehr an dem Schwert als an irgendwas anderem. Du bist dran. Cool. Du hast jetzt tatsächlich Advantage auf. Prior-Attack oder diese Advantage-Attack auf den. Advantage-Attack auf den gedrehten Gargoyle. Beim anderen halt normal. Mhm. Petra, du musst mal außerhalb würfeln. Das ist ein Wunder. Ich hab schon kassiert. Es ist einfach so, so wie ich würfel, das ist ja auch für euch gut. Ja. Ich würde dann den, der mir den Rücken zuwendet, auf den würde ich nochmal. Ich hole mein. Mit meinem Schwert aus. Und. 15. 17. 17? Volle Breitseite, du triffst. Gut, okay. Ihr seht, dass ich aushole, aber ich zögere ganz kurz. Und ihr seht, dass in meinen Hand, also in meinen Handflächen, also da, wo ich mein Schwert packe, da leuchtet es ganz kurz Gold raus. Und ich hole aus und treffe den Gargoyle. Ihr seht, wie mein Schwert auf einmal glühen anfängt, also mit so einer weiß-goldenen Flamme sozusagen. Und diese Flamme auf den Wasserspeier übergeht. Mhm. Okay, er kriegt Fire Damage. Mhm. Hier steht Extra Damage. Muss ich jetzt meinen normalen Schwert? Du kannst deinen normalen Damage würfeln und deinen Extra Damage Die, welcher auch immer das ist, umbauen. Ja. Okay. Gut, das sind 4 plus 3. Ich kann nicht rechnen. 7. Danke. Okay, das ist mein Schwertschaden. Mhm. Und dann kriegt der noch einen extra Schaden von einem D6. 2. Also. Fire Damage. 9. Yes. Und er geht in Flammen auf. Er geht in Flammen auf. Okay, also ihr seht. Jetzt nur noch meine Frage, ist es eine magische Attacke? Ja, oder? Ja. Wird es dahinter? Ja. Es wird zu einer magischen Attacke? Ja. Ja, dann geht er nicht nur in Flammen auf, sondern wie soll er sich denn verbrennen? Oh, damn. Mhm. Okay. ja gut, also mein Schwert flammt auf in diesen weiß glühenden Goldflammen. Ich kann es nicht richtig beschreiben. Und ich sause nieder mit dem Schwert. Und der Gargoyle
nimmt diese Flammen auf und ja, also er nimmt diese Flammen auf, es schreit einfach nochmal wirklich zerreißend und er zerberstet einfach so mehr oder weniger in einzelne Steineinzelteile und ist in Teilen auf dem Boden gelandet. Das war cool. Nötig. Nötig. Du bist dran, Tilion. Okay. Du siehst, wie dort unten der, der andere Gargoyle zusammenfliegt. Das ist wundervoll. In Staub zerfällt. Bevor in dem ganzen Feuer, da die Gasse in Flammen aufgeht, fangen wieder die Wassertröpfchen um mich herum an zu vibrieren. Mhm. Ich deute mit meiner freien Hand auf meinen Tentakel und der schnellt in Richtung Gargoyle. Mhm. Und der Tentakel liebt sich so ein Stück zurück und macht in der Luft. 17. Trifft. Fantastisch. Dann passieren tolle Dinge. Der bekommt nämlich Cold Damage. Mhm. Auch das ist magical, nicht wahr? Das ist korrekt. Mhm. 9. Uha. Okay. Und dein Tentakel holt aus und klatscht diesen Gargoyle einfach von oben voll eins drüber. Ihr hört es einfach, es schreit tatsächlich und es zeigt sehr krasse Wirkung. Ja, ja. Ja, ja. Ich glaube, ich habe mitbekommen, dass Magie gut läuft. Kann ich noch kurz was sagen? Ja, natürlich. Okay. Dean, hast du gerade tatsächlich eine Münze benutzt? Und benutzt selber eine Münze. Dann schummel ich auch wieder. Ich hab nicht geschummelt. Ich schummel jetzt aber. Ich stehe dazu. Okay, du bewegst dich wahrscheinlich vor, weil du stehst nicht in Reichweite. Oh, stimmt. Ja, der ist ja schon weg. Ja. Das ist okay. Du bewegst dich nach vorne. Tu meine Münze rein. Shocking Grab. Mein Stab fängt an zu blitzen. Und ich würde jetzt gerne treffen. Versuch's. 17 plus Geduld. Du triffst. 1 plus 4. Also 5. 5. Okay, also, und auch jetzt Jaya holt einmal aus, klatscht eine Münze wieder in ihren Stab ein und klopft von oben auf diesen Gargoyle drauf. Und auch der wieder. Oh! Es scheint auch hier jetzt Wirkung zu zeigen. Hast du auch noch was zu schummeln, Kato? Ich glaube, kurz Frage, kann man die öfter benutzen? Nein, wenn du nur eine davon drei Stück von die. Also okay, ich dachte mir schon. Ja, wie viel waren es? 5, ne? Ja. Ich will nicht benutzen. Ich habe nur eine. Das ist blöd. Wir haben noch Münzen. Hast du auch einen drauf? Ja, ich gebe ihm einfach. Das ist keine Frage, Alter. Hindrehen und reinhauen. Hindrehen und reinhauen. Wird keinen Unterschied machen, weil ich jetzt würfeln muss, aber. You can do it. Go, Kato. Go, Kato. Hilft sogar mit 20, würde ich mal behaupten. Mhm, ja, aber es ist keine Natural 20, oder? Nee, 14. Okay, okay. Mit dem 6. Gut. Und dann mache ich 8 Schaden. Okay, und du schlägst auf den Gargoyle ein mit deinem Schwert. Auch hier macht es leider wieder Klock. Aber es zeigt ja trotzdem etwas Wirkung. Ja. Bröselt wenigstens ein bisschen was ab. Ja, es bröselt etwas ab. Aber ich habe mein zweites Schwert auch noch. Und jetzt gebe ich ihm nochmal. Go, Kato. Vielleicht auch nicht. Das sind 16. Reicht auch. Das heißt, ich treffe nochmal mit dem da, mache ich dann. Ohne deinen Plus drauf noch. Also, dein also zweiter genau, Attacke dann mache ich einfach nur 5 Schaden nochmal. Und du schlägst mit deinem zweiten Schwert hinterher und es bröckelt wieder leicht an dem Gargoyle. Er ist trotzdem ein bisschen unzufrieden, jetzt auch von der Seite angegriffen zu werden. Er ist unzufrieden. Er ist unzufrieden. Keine geilen Spells, ey. Ja, hast du nicht einen eingesammelt? Eine Münze? Eingepackt? Nee, ja, dann abgegeben. Ja, dann. Du hast jetzt die drei heimlich und wir beide haben jeweils eine. Kenne, ja. Okay, kann auch einfach der Gargoyle greift natürlich wieder Dean vor sich an.
ist ein bisschen unentschlossen, aber tatsächlich hat Dean den anderen, seinen Kumpanen aus dem Reich des Daseins gekickt und versucht, dich zu kratzen. Natural 20. Oh. Ich glaube, das trifft. Das ist ärgerlich. Okay, tut mir leid. Und unangenehm. Zehn Schaden. Au. Okay, und er holt aus und mit einer Energie, die er vorher von dieser Kreatur einfach nicht gesehen hat, er ist einfach schneller als vorher und du kommst so schnell gar nicht mit dem Schwert hoch und kratzt dir einfach einmal voll über die Schulter. Und er versucht dich zu beißen. Das hat er noch nicht getan, ne? Er hat gerade einmal angegriffen. Ja. Jetzt nicht verrechnen. 16. Trifft genau. Und er beißt hinterher. Macht 3 Schaden. Okay. Wie siehst du so aus? Und er beißt dir in die andere Schulter. Also er hängt für so einen ganz kurzen Moment einfach so mit der rechten Pranke in deiner Schulter und krallt sich mit seinem riesigen Maul einfach links in die Schulter und lässt dann natürlich wieder los. Aber er hat einmal so einfach volle Breitseite sich an dich dran gehängt. Autsch. Ich sehe schon ziemlich mitgenommen aus. Mhm. Du bist jetzt auch dran. Ich bin ein bisschen auf dem Boden zusammengesackt und ihr seht, ich habe wirklich weh. Und ich würde kurz durchschnaufen, mir mit meiner Hand auf die Brust fassen und ihr seht, wie darunter etwas golden schimmert und kurz aufglüht und ich gebe mir selbst HP wieder. Das ist auch deine Action, ne? Ja, das ist auch meine Action. Okay. Und ihr seht einfach dieses pulsierende Licht, das unter der Hand von ihr auf ihrer Brust sich so seitlich dann gerade verteilt und sie anfängt einfach wieder ein bisschen besser auszusehen. Also du von oben siehst das Licht natürlich auch einfach hier so pulsieren. Ja, du siehst es halt nicht ganz so genau wie die anderen von oben, aber auch du nimmst, es ist ja schon sehr dunkel draußen, du nimmst dieses helle, leuchtende Licht einfach wahr. Tidion auf dem Dach. Mhm. Du hast auch wieder Vorteile auf deinen Angriff. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal nicht gesagt, aber du kannst hier... Genau, weil der im Flank genau, steht. Genau, der steht im komplett Flank. Im komplett Flank. Das ist wundervoll. Dann befehle ich, meinen Tentakel weit, weit auszuholen. Mhm, und er holt aus! 11. Vorteil. Komm schon. 8. Schade. Okay, und dein Tentakel holt aus, liegt nach hinten und klatscht wieder einmal zwischen Kato und dem. Kato kriegt so ein paar Wassertropfen. Also ein paar Tropfen, genau, kriegt er auf jeden Fall. Das Gesicht. Yes. Ja, dann. Ja. Mhm. Kann ich in meiner Bonus-Action. Mhm. Ich deute mit Dreizack und freier Hand quasi quer in der Luft. Mhm. Und bewege meinen Tentakel auf die freie Seite. Also nach hier? Genau. Mhm. Und rufe euch zu, ihr könnt euch hinter ihn stellen. Hinter wen? Den Gargoyle. Okay. Die Flankposition ist frei. Ja, taktisches Bewegen, ja. Aber wenn ich mich wegbewegen würde, hätte er ja Opportunity Attack, oder? Ja, nicht weg. Du kannst aber in deinem Zug ja moven und angreifen. Ja, das Problem ist, sie müsste sich tatsächlich jetzt hier einmal von ihm umdrehen. Also, weil das direkt hier durch kommt sie nicht. Ach so, aber Kato könnte doch einen Schritt zur Seite machen. Du kannst einfach nur zur Seite gehen. Jaya ist nicht dazu in der Lage. Du müsstest dich einmal drehen. Außer du... Kato, du machst das, ne? Natürlich. Okay. Ich gehe jetzt nicht noch einmal schummeln. Das wird schon. Gib ihm, er sieht schon ramponiert aus. Haut drauf! Okay! Du holst aus. Natural One! Oh
nein! Ich treffe Kato, nein! Don't give her ideas! Du holst aus und slammst einfach mit deinem Stab direkt vor Dean, die dich anguckt mit einem Gesicht, von dem sie einfach nicht weiß, was das jetzt bitte gerade soll. Und das irritiert dich so sehr, dass du komplett vergisst, noch irgendwas anderes zu tun. Sorry. Das war knapp. Kato! Ich sidesteppe hinter ihn quasi. Mhm. Und du machst einen Sidestep. Genau. Und versuche natürlich hier die Vorteils-Attack da reinzuholen. Richtig ihm zu drücken. Was heißt das genau? Du darfst zweimal auf... Den besseren darf ich nehmen. Ja, genau. Okay. 18 ist schon mal... Du kannst trotzdem nochmal, weil wenn du eine 20 machen wir mal eine 20 drauf. Könnte ich auch dann für meine Bonus-Action die 2? Nein. Schade. Nein, hätte ich den jetzt nämlich genommen. Das musst du dann nochmal würfeln. Okay. 14. Okay, also... Also mit der 18 wären das dann 24. Klappt. Und da kassiert der jetzt erstmal Scheiße für 5 Schaden. Okay. Und du knallst drauf und es bröckelt wieder. Aber er sieht schon langsam mitgenommener aus, dieses Wesen. Also, ja, es schön. Immer mehr, es bröckelt immer mehr Gestein von ihm ab. Jetzt komm, gib ihm nochmal so einen richtigen Hieb, Mann. Komm. Du schlägst mit dem zweiten Schwert und auch das rast einfach wirklich nur Millimeter an Dean vorbei, die sich so ein Stück runtergesetzt hat. Ja, aber ich stehe doch gar nicht bei ihr. Na doch, du schlägst halt hier so seitlich direkt auf sie zu, dass diese, dein vorderes Schwert einfach, dass du einfach, ja, du holst einfach ein Stückchen weiter aus und landest einfach auch direkt vor Dean, die so ein Stückchen unten lehnt und sie ja gerade auf sich selbst aufgepasst hat. Genau, das ist gerade passiert. Und es ist der Gargoyle wieder dran. Der Gargoyle. Wer hat denn gerade am meisten Schaden eigentlich gemacht? Ich hab den nass gemacht ein bisschen. Ja, du hast ihn aber auch nicht wütend. Getroffen. Stimmt, wütend. Er Wasserspeier. Ich glaub, du hast ihn auch nicht getroffen. Doch, ich hab ihn geblitzt ein bisschen. Aber mein letzter Dingens hat's nicht. Da du hast die Critical One. Da hatte ich auch eine One. Critical One. Aber wenn wir danach gehen, wer getroffen hat, macht er gar nichts. Naja, dann, wenn er gar nichts macht, ist das Problem, er bleibt halt dann auf der Person, die er halt... Nee, das ist halt das Ding. Er bleibt auf der Person, die er... vor ihm und ich hinter ihm. Und ich habe ihm gedrückt. Aber ich bin ja auch ein bisschen... Ach stimmt, du hast ihn down. Ich habe ihn mich ja ein bisschen zusammengekauert. Kato hat tatsächlich seinen ersten Hit. Ich habe meinen ersten Hit getroffen. Na gut. Yay. Ich nehm's fürs Team. Ich wollte das gerade machen. Ich nehm's fürs Team. Ist in Ordnung. Und er holt aus mit seinen, ja, nö. Er holt aus mit seiner Pranke und versucht, dich zu schlagen. Ist er eigentlich aufgesetzt und steht auf seinen Er sitzt hinten auf seinen Krallfüßen. Und okay, also der hin. Flattert nicht die ganze Zeit so auf Bodenhöhe. Der okay. sitzt tatsächlich gerade. Mit dem swiften Sidestep trifft er mich. Ja, also du gehst zur Seite, aber er versucht natürlich nachzusetzen. Gewieft einfach hier er so. Er versucht nachzusetzen. Nein. Aber auch hier, der Sidestep geht in die andere Richtung. Schon voll vergessen, der Kampf kommt ja noch mal. Und er versucht dich zu beißen, aber in dem Moment kannst du dich wieder so ein Stückchen weiter drehen. Wieder die Pirouette in die andere Richtung einfach so. Und dann tänzeln wir an ihm vorbei. Gar kein Problem. Dean! Aha. Okay, also ich kauere so halb am Boden, schau euch böse an. Und ihr seht, ich bin richtig sauer. Auch wie jetzt auch. Ich greife mein Schwert fester und deute auf den Gargoyle mit dem Schwert. Packe mit meiner anderen Hand auf meinen Handrücken, wo auch etwas Gold aufflimmert. Und er muss einen Dexterity Saving Throw schaffen. Denn es glüht auf und wieder diese funkelnden, weiß-goldenen Flammen kommen wieder aus diesem Schwert. Und die weiß-goldenen Flammen breiten sich aus. Was muss er denn schaffen? Welche Höhe muss er denn schaffen? 12. Hat er ja. Und die weißgoldenen Flammen bilden sich um dieses Schwert herum. Das Leuchten wird immer intensiver. Und was kommt? Ein Strahl?
Ja, ein Strahl. Und es bildet sich ein komplett gleißendes Licht, das einmal nach vorne schießt und in der anderen Haus, also in der anderen Hauswand landet. So. Ich habe mich währenddessen, weil ich dachte, sie wäre sauer auf mich, habe ich mich ein bisschen. Also vielleicht für euch schieße ich auch ein bisschen in die Richtung. Tidion. Also. Der muss sich das eh dann von da oben angucken. So, so. Die ganze oder Zeit, wolltest du noch was tun in deiner Bonus-Action? Ich gehe dann immer weiter. Wenn ich irgendwie zu schnell bin, müsst ihr das sagen, ne? Nö. Okay, okay. Wunderbar. Ich beobachte dieses schöne Schauspiel. Gerade die Pirouetten sahen von oben eben mega schön aus. Auf der gegenüberliegenden Seite, da erkenne ich nicht, dass das irgendwas in Brand gesetzt hat, oder? Nein, nein, nein. Okay, dann konzentriere ich mich weiterhin auf diesen Gargoyle und befehle meinem Tentakel jetzt mal. Einmal hier. Vielleicht auch in Richtung Gargoyle zu schlagen. Und zwar mit einer 15. Ja. Gib ihm richtig. Das ist schön. Und dein Tentakel holt wieder aus mit so einem. Nach hinten? Yes. Und schlägt volle Beise, also mit 9 Schaden. Auf ja, diesen Gargoyle. Ist sowas von gematscht. Ist gematscht. Das ist schön. Und genauso schaut das auch aus. Also im Kontakt von diesem Wassertentakel zieht sich das Wasser einmal über ihn rüber und dringt in jede kleine bröckelnde Steinpore ein und sprengt diesen Gargoyle auseinander. Also es macht einmal. Ihr hört das auch noch, wie es macht. Dieser Tentakel sich von oben so dran haftet und es einfach macht und der Gargoyle zerspringt. Und es fließt noch Wasser quasi in die Rinnen der Straße nach außen. Und damit geht auch der Tentakel hinfort. Fließt. Das Wasser fließt zur Seite hinfort und ihr seht nichts mehr auf dieser Straße, was euch etwas Böses will. Hast du da gerade etwa Münzen benutzt? Naja, ich weiß, was ich zu tun habe. Ich bin noch nie so einem Menschen begegnet wie dir. Was genau lernt ihr eigentlich in der Stadtwache? Und warum bist du nochmal hier? Du weißt, woher die Mondsplitter kommen. Was ist denn das Böse für dich? Noch nie viel davon gehalten, mich von fremden Mächten leiten zu lassen. Bitte fang mich!